So, Leute, ich bin's wieder mal, euer Grand Warlord hier. Heute für euch ein neues Video und diesmal bin ich nicht allein, ich habe den Cem auch noch hier. Grüß dich, Cem. Grüße euch, die Elite ist hier. Und in diesem Video möchte ich euch einfach mal bei euch bedanken. Wir haben es jetzt endlich geschafft, 5000 Abonnenten. Vor gar nicht allzu langer Zeit waren wir noch bei 4000, es ging jetzt relativ schnell und ich möchte mich einfach mal bei euch bedanken. Und ich dachte, jetzt so ein einfaches Video reicht nicht aus, weil ich meine, 5000 ist doch schon... Ja, ein Meilenstein. Ein Meilenstein, kann man es natürlich sagen. Und zwar haben wir uns einfach mal drei Möglichkeiten überlegt, damit ich einfach meine Dankbarkeit zum Ausdruck bringen kann. Klingt jetzt so ein bisschen schwul. War scheißegal. Und zwar, als erstes haben wir uns überlegt, wir könnten ja so eine kleine Schmerzveranstaltung machen. Und zwar sind Cem, ich und zwei weitere Kameraden auf die Idee gekommen, beziehungsweise wir haben jetzt wieder Schmerz für uns entdeckt. Und wenn ihr sagt, ihr spielt auf der PS3 und hättet einfach mal Bock mit euren Freunden oder aber auch mit anderen YouTube-Abonnenten, das werden wir dann noch schauen, wie wir es zusammenwürfeln, einfach mal gegen uns zu spielen, einfach mal zum Spaß, vielleicht werden wir es auch aufnehmen, dann stimmt einfach mal für Schmerz ab. Abstimmen könnt ihr auf meiner Facebook-Page, da werde ich dann eine Umfrage machen und Link findet ihr in der Beschreibung. Das wäre die erste Option. Die zweite Option, Cem. Ja, die zweite Option wäre halt Garry's Mod, also das gibt's auf Steam, das haben ich und Benny uns das vor kurzer Zeit geholt. Und an sich eigentlich ein gutes Spiel, aber ja, bei uns läuft es ja nicht zurzeit so gut, weil wir keinen guten Server und keine guten Mitspieler bis jetzt gefunden haben. Aber wie gesagt, Spiel an sich wäre eigentlich gut, wenn wir die guten Mitspieler hätten. Und ja, da seid eigentlich ihr gefragt. Auf jeden Fall, das wäre, denke ich mal, ja, fast schon das Beste für alle. Und zwar, weil PC hat eigentlich jeder. Das Problem ist halt nur, Garry's Mod, das kostet halt 10 Euro, Cem, und ich habe es Gott sei Dank für einen Sonderpreis von 2,50 bekommen. Aber ich schätze mal, dass Garry's Mod eh schon der ein oder andere haben wird. Mhm. Und das Problem ist halt nur, wir haben keinen eigenen Server. Wir waren auf einen anderen Server angewiesen. Und ihr merkt schon, Cem lacht. Der lacht nicht ohne Grund. Der Server war wirklich nicht das Gelbe vom Ei. Die haben... nicht sehr noob-freundlich gespielt, die sind eigentlich nur auf die Noobs gegangen und es war nicht so cool. Wie gesagt, wenn vielleicht einer von euch einen Surfer hat und sagt, ja, den will ich zur Verfügung stellen fürs Abo-Special, wäre auf jeden Fall auch eine gute Sache. Wie gesagt, je nachdem, welche Option gewinnt, werden wir natürlich uns noch vorbereiten. Wie gesagt, Link zur Umfrage findet ihr in der Beschreibung und weiter geht's mit dem dritten Vorschlag. Und zwar dritter Vorschlag wäre ein Livestream. Yeah. Und den würden wir dann wahrscheinlich am Wochenende machen, wo dann möglichst viele zuschauen können. Origins Easter Egg zu zweit. Origins Easter Egg zu zweit. Das wäre, denke ich mal, eine Challenge an sich. Wie gesagt, ich bin für vieles offen. Livestream, was könnten wir machen im Livestream? Wir könnten GTA zocken, wir könnten Black Ops 2 Easter Eggs machen. FIFA, wir können alles bisschen machen. FIFA machen. Leute, habt ihr... Oder Schmerz Mob of the Dead. Schmerz Mob of the Dead, das könnten wir auch machen. Oder Schmerz online gegen eure Abonnenten, ich weiß nicht. Ah ja, das könnte... Das ja, egal, egal, es kommt... So viel mal dazu, ja. Wie gesagt, votet jetzt erstmal, was ihr sehen möchtet, wenn ihr überhaupt was sehen möchtet. Und ich würde sagen, je nachdem, was dann gewinnt, ich habe es euch jetzt mal mit Cem gemeinsam kurz vorgestellt, was genau ist. Und je nachdem, was dann gewinnt, werden wir natürlich uns darauf vorbereiten, beziehungsweise alles, was man dafür benötigt, organisieren. Und ja, dann werdet ihr im nächsten Video, vielleicht auch im übernächsten Video, weil wenn überhaupt bis dieses Video noch jemand... eingeschaltet hat. Und zwar, wir haben auch neue Informationen zu Black Ops 3. So viel haben wir in diesem Video gesagt. Weitere Informationen im kommenden Video. Und da bis dahin, ich rede schon wieder zu viel Unsinn. Haut rein, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis bald, euer Grand Warlord und Frogo Citizen und Facebook-Seite, liken, top. Danke, haut rein.